Hallo, René hier. Heute geht es, wie könnte es anders sein, wieder um die Yardis-Geräte und außerdem zur Abwechslung mal um Tannoy Kingdom Lautsprecher. Schön, dass Sie trotz dem Reizwort bzw. Unwort des Jahres, nämlich Yardis, auf mein Video geklickt haben. Irgendwann wird die Mängelliste ja mal langweilig, aber keine Angst, es gibt keine öden Wiederholungen, sondern ganz im Gegenteil ein paar Updates, die es in sich haben. Schon der allererste Punkt heute wirft ein zusätzliches Spotlight auf die hohe Verarbeitungsqualität von Yardis. Hereinspaziert in die Yardis Horror Show. Schauen Sie und staunen Sie. Das ist die Eingangsbuchse eines 13.000 € Verstärkers nach nur wenigen Kabelwechseln. Die JA30 beginnt also gleich nach dem Kauf auseinanderzufallen. Es geht nicht um diesen Wackler speziell. Wir haben ja auch schon anderes erlebt. Außerdem ist die JA30 ein interaktives Gerät. Man kann das Sensibelchen durch bloßes Streicheln des RCA-Kabels zum Singen bringen. Wirklich ein sehr netter Gag von Yardis. Alle die gezeigten exklusiven Features Made in France erhalten Sie für nur 13.000 €. Und nun zur Firma und ihrem unglaublich kundenverachtenden Benehmen. Man stelle sich vor, Yardis hat es vorgezogen zu schweigen. Anstatt den Kunden vor der schlechten Betreuung in Thailand zu schützen und ihm zu helfen. Die eleganteste Lösung ist nämlich Problem totschweigen. Wir verschanzen uns in unserer Scheune, in unserem französischen Dorf und tun einfach mal so, als hätten wir das gar nicht gelesen. Ist ja nur ein einzelner hilfloser Kunde, der hier aufmuckt. Noch dazu ein deutscher Erzfeind. Und selbst wenn der Yardis wüsste, dass 3000 Leute meine Videos gesehen haben, was sind schon 3000? Aufgeklärte. Die Welt ist groß und jeden Tag stehen neue, ahnungslose Dumme auf, die ihr sauer verdientes Geld für die überteuerten Produkte von Yardis auf den Tisch legen. So also ist die Firmenpolitik von Yardis. Sogar aus China kriegen viele Leute immer noch Feedback, aber aus Frankreich kommt nur eisiges Schweigen. Bitte helfen Sie mir weiterhin bei dieser Aufklärungskampagne durch Abonnieren, durch Teilen und mit jedem Like für meine Kritik können Sie Yardis zeigen, dass Sie so ein Benehmen nicht gutheißen. Besonders Engagierte, aber ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt, können ihre Meinung auch direkt bei Yardis kundtun. Ich setze auf jeden Fall mal den Link in die Videobeschreibung.
Traurigerweise muss der Überlebenskampf auf häuslicher Basis weitergehen. Der auf Privatkosten geholte Elektriker war da und konnte auch nur bestätigen, was ich schon alles gemessen und getestet habe. Außerdem probierte er es mit einer separaten Erdung. Resultat: alles wie vorher. Im Haus alles okay, maximal 0,4 Volt zwischen Nullleiter und Erde, das ist normal. Selbst bei 0,1 Volt brummt es noch. Außer Spesen nichts gewesen. Schließlich den Stromvertreiber angerufen. Ein Team hat die Qualität der Stromzuleitung von außen gemessen. Ich muss für deutsche Landsleute wohl vorsichtshalber erklären, in Thailand ist der Übergabepunkt mit Stromzähler in der Regel vor dem Haus und nicht im Haus, weil man vor dem Haus den Kunden, die die Rechnung nicht bezahlt haben, leichter den Strom abdrehen kann. Ergebnis: alles normal, keine Probleme, keine Defekte. Meinung der Techniker: diese Art Brumm kommt nicht vom Stromnetz. Ihr Gerät ist defekt oder ein Signalkabel, sagten sie. Nehmen Sie die Herstellergarantie in Anspruch. Haha, leicht gesagt. Es scheint sich ja nicht um einen Defekt im üblichen Sinn zu handeln, sondern um eine Schwäche. Ist die Schwäche eines Gerätes von der Garantie abgedeckt? Wer Ansatzkabel in der Wand hat und sagen kann, bei mir läuft jedes Gerät wunderbar, der kann gut schlafen. Haben Sie welche in der Wand? Ich nicht. Aber nachträglich verstehe ich plötzlich, warum beim Sonderverkauf so unglaublich viele Jadis-Geräte zweiter Hand herumstanden. Die kamen wohl alle von Kunden wie mir, die auch keine Ansatz in der Wand hatten. Vielleicht hätte ich doch lieber die Kondo G700i kaufen sollen, die Peter von Phonofono gerade vorgestellt hat. Bei der Vorführung hat sie jedenfalls nicht gebrummt und er hat auch nichts von lockeren Teilen oder Schrauben erzählt. Aber dafür müsste ich den Preis von 6 Yadis JP30 hinblättern und bis ich das gespart habe, bin ich über 100 Jahre alt und kann den Klang dann vielleicht nicht mehr gebührend würdigen. Jetzt blieb nur noch die Geheimwaffe. Ein 50 Kilo Monsterfilter made in Thailand namens Isolation Transformer. Wieder mal auf meine Privatkosten aus Bangkok mit dem Taxi geholt. Herausgewuchtet. Fahrt zum Tatort. Alles schön verkabelt.
warten auf das Ende der Yadis-Aufwärmphase. Nein, leider wieder nicht. Sobald die Yadis zum Leben erwacht, will sie brummen. Eine französische High-End-Bärendame sozusagen. Was ist anderes zu erwarten? Ruhig bleiben, René, ruhig bleiben. Rien ne va plus, nichts mehr zu tun. Kilo. Dein Popcorn. Mhm. So, der hat leider auch nicht geholfen. Trotzdem vielen Dank an die Firma HiFi 99. Kap Kun Kap, HiFi Gau Gau. Daraufhin hat meine Frau Audio absolut kontaktiert. Der Besitzer hat versprochen, demnächst zu kommen und sich die Sache vor Ort anzusehen und anzuhören. Ich hatte mich schon gefreut, endlich mal wieder eine Elektronik zu haben, die dem Gerücht nach zumindest meine Lautsprecher zu Bestform auflaufen lassen kann. Da das bislang wegen der bekannten Probleme nicht der Fall ist, möchte ich zur Erholung von den Yadis-Schweinereien mal etwas Erfreulicheres und Interessanteres erzählen. Den Anstoß dazu hat mir ein Video von Audio Excellence Kanada gegeben. Einen Link dazu finden Sie in meiner Videobeschreibung, falls Sie sich näher interessieren sollten. In seinem Clip erzählt Adrian von einer aus einem Nachlass plötzlich aufgetauchten und sofort noch vor Fertigstellung seines Videos auch schon wieder verkauften Kingdom. Er habe es in 35 Jahren seiner Geschäftskarriere nicht geschafft, einer leibhaftigen Kingdom zu begegnen. So selten würden sie in Amerika auftauchen. In Nordamerika wurden zum Beispiel nur 11 Paare verkauft, die meisten gingen nach Asien. Wenn man sich in YouTube umschaut, ist es tatsächlich so, dass die wenigen Videos, in denen eine Kingdom zu sehen ist, aus Asien kommen. Diese hier sind schon Ausnahmen. Die Reisesser haben offenbar mehr Geld für solchen Luxus. Ein Paar, der von 1997 bis 2006 produzierten Standlautsprecher, kostete damals 70.000 US-Dollar und war damit teurer als Wilsons, ebenfalls 1997 auf den Markt gebrachten Grand Slam X1 für 65.000 US-Dollar. Dieses gebrauchte Paar in exzellentem Zustand ging für lächerliche 11.000 US-Dollar weg und war also wirklich ein Schnäppchen. Was Sie in meinem Hörzimmer immer sehen, ist ganz offensichtlich leider kein Original, sondern nur eine Sonderanfertigung mit dem originalen Superdual-Lautsprecher und Hochtöner, wobei der etwas langsame 18-Zoll-Bass durch zwei 33 cm Audax-Bässe ersetzt wurde. In der Tat hat selbst Tannoy später nie wieder 18er-Bässe eingesetzt. Mit Original-Kingdoms hätte ich wahrscheinlich gar nicht von Deutschland nach Thailand umziehen können, denn ein einzelner Lautsprecher wiegt 165 Kilo. Mein Nachbau
nur 60 Kilo. Der Frequenzumfang der Originale ist übrigens mit 16 Hertz bis 44 kHz angegeben. Die Maximallautstärke ist 170 dB. Man müsste mal den Brumm der Yadis auf 170 dB hochdrehen und dem Besitzer der Firma Yadis auf die Ohren geben. Was meinen Sie? Lassen wir uns also mal vom Verkäufer überraschen oder auch nicht. Tschüss.